Heute reise ich spontan dahin, wo mein Hostel-Zimmernachbar herkommt. Also buche ich eine Nacht in einem zufälligen Hostel. Das hier sieht eigentlich ganz gut aus. Sechserzimmer, entspannt. Frage meinen Zimmernachbarn, aus welchem Land er gerade herkommt. Okay, what was the last country you traveled from before Greece? Und reise komplett spontan dorthin. Eine Nacht, Freunde, wir verlassen die EU. Wo auf der Welt werden wir diesmal landen? Spoiler, es geht auf einen neuen Kontinent. Lehnt euch zurück und viel Spaß. Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen aus Thessaloniki, Griechenland. Ich musste eben gerade aus meinem alten Hostel raus, weil das voll ist. Und deswegen buchen wir uns jetzt erstmal ein neues. Denn heute entscheidet unser Zimmernachbar oder Nachbarin, wo es morgen hingeht. Thessaloniki. Und mal schauen, was hier so gibt. Das hier sieht eigentlich ganz gut aus. Sechserzimmer, entspannt. Also, Hostel ist gebucht. Was es heute so nice macht, finde ich, ist, dass in einem Hostel halt die Menschen von überall kommen können. Die Leute reisen aus Asien ein, aus Nordafrika vielleicht liegt im Radius und natürlich ganz Europa noch. Deswegen, ich bin krass gespannt. Dieses Video ist Teil meiner Random-Reise, bei der wir zufällig durch die Welt reisen. Und das so lange, bis wir wieder am Startpunkt in Deutschland ankommen. So, Friends, wir sind jetzt kurz vorm Hostel. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber let's go. I got a reservation. I'm on this random trip. Oh, so random. That's very amazing. Dann schauen wir mal, wer unsere Roommates sind. Echt ganz nice. Also übelst modern alles. Schaut mal. 6-Bettzimmer, geile View. Nur leider kein Roommate da. Nach ein bisschen Wartezeit ist dann Thiago eingecheckt. So basically, I'm doing this random travel. So you can tell me where you just arrived from and I will travel there spontaneously. I arrived from Sofia in Bulgaria. Oh shit, okay. Ich wollte schon den Trip nach Sofia buchen, doch dann sagte Thiago das. Officially before I was in Istanbul. In Sofia ist er also nur umgestiegen. So the last stay of you was Istanbul basically. Yes. Okay, so then I'm gonna go to Istanbul. Alright, Freunde, fucking Istanbul it is. Geil. Trost des Mottos unserer Random-Reise werden wir in diesem Video völlig spontan durch die Türkei reisen. Wir werden heute trampen gehen, aber nicht wie üblich, sondern komplett zufällig. Wie genau das funktioniert und an welchen Orten wir landen werden, seht ihr später. Jetzt müssen wir es überhaupt erstmal ins Land schaffen. Okay, Züge gibt's schon mal nicht. Hier sind noch Busse frei. 46 Euro, 10 Stunden. Ich glaube, das passt. Geil. Und ab geht die 10 Stunden Nachtfahrt in die Türkei. Eine Nacht, Freunde, und wir verlassen die EU und es geht rein in die Türkei. Es ist 5.30 Uhr morgens. Wir stehen jetzt hier ohne Geld, ohne Internet und ohne Unterkunft. Das ist halt der Preis des Spontanreisens. Also erstmal ein paar türkische Lira organisiert und in ein Hostel eingecheckt. Und bevor wir am nächsten Tag unsere Trampreise starten, ging es erstmal ins Stadtzentrum. Freunde, und damit herzlich willkommen in Türkei, Istanbul. Istanbul hat 15 Millionen Einwohner und liegt direkt hier am Bosporus. Genau an der Grenze zwischen Europa und Asien. Und wir schauen uns jetzt ein bisschen die City an. Hier ist direkt die blaue Moschee und hier eins weiter. Die Hagia Sophia. Crazy. Hier gibt es einfach Simit mit Nutella. Habe ich so auch noch nie gesehen. Merhaba, my friend. Merhaba. How much is a Simit? 10 lira natural, 30 Nutella. Okay, one with Nutella, please. Bye-bye. Denkt man gar nicht so, aber kommt gut zusammen. So, Friends, ich bin jetzt kurz vor dem großen Bazar, sogar mit Security Gate hier. Einer der größten und ältesten Märkte Europas und auch der Welt. Über 4000 Shops hier und täglich bis zu 400.000 Besucher. Das ist crazy. Hier schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Hallo. 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 How much is a Rolex? 9000 Dirham. 9000 Dirham. Dieser Junge hier wollte mir unbedingt seine Kreisel zeigen. Ah, okay. How much? 150 Lira. 150 Lira. Nehmen wir doch den. Alright, thank you, my friend. Haben wir den kleinen Jungen ein bisschen supported. Auch die Jungen sind hier schon echt am Hasseln. Wie alt wird er gewesen sein? 10 oder so? Hello, my friend. You have Ronaldinho? Yes, Barcelona. Yeah? Show me, show me. Kommen wir ins Lager rein. Okay, bro. Ronaldinho Gaucho. No, good football. Is it original? No, bro, no original. I know, I know. Fuck. What's your name, by the way? Shaheen. Shaheen. Daniel, nice to meet you. Nice to meet you, bro. Yani, Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldinho. Yeah. It's a little bit small, huh? Oder warte mal, vielleicht nehme ich sogar Zidane. Okay, take Zinedine Zidane. Thank you very much, my friend. Shine. Kleines Retro-Zidane-Trikot geshoppt. Für, was waren das, 250? Das sind 8 Euro oder so. Eine Empfehlung hatte Thiago doch noch für mich. You need to give me your best food recommendation. Try the broad fish. Well, I had like 4 or 5 times this thing because it's so good. Wir werden jetzt mal Thiagos Empfehlung auschecken. Das ist genau der Laden hier hinter mir. One, tschüss. Ja, thank you very much. So wie ich es verstanden habe, ist es ein Makrelenbrötchen. Also geschmacklich top. Die Kreten nerven ein bisschen, aber gut, ist normal. Bekommt von mir eine 7,5 von 10. Dann bin ich an einem Süßigkeitenladen vorbeigekommen. What is this? Can you explain? Can I try the blackberry? Blackberry, you said. Mm, it's really good. Is it your shop here or? Yeah. Mm-hmm.
What's your name, by the way? Me, Mustafa. You? Daniel. Nice Daniel. To meet you. For how long have you been working here? I live here 9 years. Where do you come from? Syria. I'm from Syria. Ah, okay, okay. For you? Thank you very much. Okay, bye bye Mustafa. Nice to meet you. Ciao, ciao, my friend. Ein bisschen Türkisch Delight gekauft. Also wirklich extrem, extrem lecker. Abends nochmal das Hostel gewechselt und so sah der Hinweg aus. Okay, okay, okay. Okay, das war super, super random. Gerade die Männer da am Tanzen. Ich habe kein Talent dafür, sorry. Nächste Woche geht's echt in ein besonderes Land. Abonniert gerne, um das nicht zu verpassen. Jonathan, den ich in Thessaloniki kennengelernt hatte, war auch nach Istanbul weitergereist. Oh, how are you, Jonathan? Nice to meet you. Mal wieder komplett random. Und er hat mir dann seinen Lieblings-Foodspot gezeigt. Islak Burger. Taste test, what do you say? It's cheap, it's good. It's like burger, but kind of different. Islak auf Türkisch bedeutet nass. Das heißt, das Burgerbrötchen wird in Tomatensauce gedrängt. Eine Spezialität in Istanbul. No, I like it. It's nice. 1 to 10? One's alright. I'll give it like a 7. If I'm drunk, this would be like 9, you know? Tag Nummer 3 und Zeit für unsere random Trampreise. Der Plan? Wir halten einfach das erstbeste Auto an und fahren immer genau dahin, wo die Person sowieso hin möchte. Nachdem wir uns den Ort angeschaut haben, steigen wir ins nächste Auto. Also Freunde, hier beginnt der Highway Richtung Asien. Ich werde mich jetzt einfach mit diesem Schild dorthin stellen und sehen, wo ich rauskomme. Okay, es hat einer angehalten, ich muss hinrennen. Nach nicht mal 15 Minuten hat der Kollege hier angehalten. Merhaba. Where are you going? I want to go where you go. Okay. What's your name? Niazi, you? Niazi, Daniel. Niazi hat mich dann bis zu seinem Arbeitsplatz mitgenommen. You want to say something to Germany? Hello, Germany. Alman, German. Alman. Hey. Is it your wife? Yeah, your wife, okay. Hello. Hello. You like football? Yes. Okay, Fenerbahçe, Beşiktaş. Galatasaray. 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 Nice to meet you. Thanks, nice to meet you, man. Ciao, ciao, bye, bye. Also, hier wurden wir jetzt rausgeschmissen. Eine Metrostation. Das sehe ich jetzt einfach mal als Zeichen, die Metro zu nehmen. Und davor vielleicht noch einen kleinen Snack. This is, what is this? Good. It's good. Okay, one please. How do you say thank you in Turkish? Teşekkürler. Okay, teşekkürler. Also, kleinen Snack hier gekauft, Esskastanien. Nice, ich habe die ewig nicht mehr gegessen. Und jetzt geht's weiter. Ich bin dann einfach in den erstbesten Zug gestiegen und in Bostanci gelandet. So, ich bin jetzt einfach hier random irgendwo ausgestiegen. Sind hier angekommen an so einem kleinen Pier. Ich sehe, dahinter ist auch ein kleiner Hafen. Und damit herzlich willkommen in Asien. Und es ist echt schön hier, kann man nicht anders sagen. Da drüben im Nebel, sieht man es ein bisschen, ist der europäische Part. Also, Friends, trampen wir weiter. Mal gucken, wie lange es dauert. In der Türkei war es wirklich sehr easy. Ich habe kaum länger als 20 Minuten gewartet. Merhaba. Where do you go? Maltepe. Okay, yeah. We go to Maltepe. How is life here? It's a really beautiful area. Asia, they're really nice. I don't like the Europe size. Why? Very cosmopolitan. Yeah, okay. Here it's more smaller, local. Yeah. Okay. So thank you very much, Jimmy. Bye bye, ciao ciao. Alrighty. Welcome to Maltepe. Das Gebäude, was ganz Maltepe überragt, ist die Zentralmoschee. Ein wirklich riesen Gebäude mit Platz für über 6000 Menschen. Mir wurde sogar erlaubt, drinnen zu filmen. Draußen sowie auch von drinnen extrem imposantes Gebäude. Danach musste ich natürlich, so wie sich's gehört, einen türkischen Barber testen. Merhaba. I want to see how Turkish barbers do. How much is it? Normal, 100 TL. Thank you. So, Friends, Murat hat den Bart wieder frisch gemacht und damit Maltepe abgehakt und weiter geht's auf unserem Random Trip. Hier ist direkt wieder eine Ampel, same procedure as before. Wir stellen uns einfach hin, steigen zufällig in das erste Auto, was anhält. Merhaba, where are you going? Kartal. Kartal, okay. Do you know a nice tea shop or coffee shop? Starbucks. No. I want a local tea, you know. I want to experience Turkish culture. Osman hat mir dann einen Chai-Café am Wasser empfohlen. Extrem schön hier. Am Pier. Von Kartal. Merhaba. It's one chai, please. Where are you from? Germany. Germany. Yes, Romania. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, very good. Frankfurt. Frankfurt. But where did you learn German? Ich gehe Deutschkurs. Ah, Deutschkurs, hier in der Türkei. Yeah. Ah, okay. It's chai, right? Das ist chai. Ja. Dankeschön, mein Freund. Ein chai with a view. Mit den Jungs aus Kartal. Sehr nice, war auch sehr heiß. How is it called Midye? This is rice? Rice. Rice with seafood. Thank you, my friend. Dankeschön. Ist gut, ist lecker. Der Reis ist gut. Thank you very much. No, you take the money. No. No, please. Really? No. Dankeschön.
Alles gut. Bye bye, ciao ciao. Korrekte Jungs. Und natürlich durfte ich nichts bezahlen. Türkische Gastfreundschaft, was soll man machen? Ich habe keine Ahnung, warum da die ganzen Ballons hängen. Und auf einmal holt der Kollege hier aus dem Nichts einfach eine Luftpistole und Gewehr raus. So I can shoot. How much is it? Dann jeder. Okay. One. From here. Oh, okay. But there are people. Mustafa abi. Gel bu tarafa. Ah, it's okay. Thank you. Ciao, ciao. Okay, wie random war das gerade bitte, dass da mitten zwischen den Anglern auf einmal so ein Ballonschießstand ist einfach. Keine Ahnung. Aber das ist Türkei. Auch die restliche Promenade war voller Angler. Salam. What's your name? Yavuz. Yavuz. Daniel, nice to meet you. Okay. But I don't know what to do. Machama. Okay, can I do it? Also eine kleine Angelstunde bekommen. 3, 2, 1. Go! No, but this was shit, yeah? I've never done this in my life. Show okay. me. Welche Fische fangt ihr? Istavrit. Okay, Istavrit. Small ones, huh? Yes. Aha. Okay, so you speak English. You catch it for yourself or you sell it? You can yourself. For themselves. Ah, okay. All right, thank you, my friend. Bye, bye. Ciao, ciao. Ein zufälliger Hostelnachbar hat uns nach Istanbul und unsere Tramp-Action bis zu den Anglern von Katay geführt. Durch ein bisschen Spontanität entstehen eben meistens die besten Stories. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, teşekkür ederim Istanbul und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. In der nächsten Folge. Can I ask you, where are you from? Randomer geht's nicht. Genau solche Länder will ich besuchen. Und seit 20 Jahren verlassen. You think it's safe?